Nein, wir befinden uns hier nicht auf einem Schiff oder in einem Museum. Dieses Zimmer ist das Reich von Reinhard Vogt. Zufall ist die Ausstattung natürlich nicht. 23 Jahre lang waren er und die See eng verbunden. 1970 begann Reinhard Vogt seine Lehre zum Vollmatrosen in einer Rostocker Reederei. Anschließend wurde er Diplom-Ingenieur für Schiffsführung. Bei der Handelsmarine der DDR arbeitete er sich schließlich bis zum ersten Offizier hoch. Doch die Seefahrt, wie Reinhard Vogt sie noch erlebt hat, gibt es nicht mehr. Er navigierte noch mit Seekarten. Die liegen heute wohl eher im Schrank. Dank GPS und Co. weiß man heutzutage jederzeit, wo man ist. Einen noch viel größeren Einfluss hatten aber wohl Schiffscontainer, die die Seefahrt nachhaltig verändert haben. Wir sind damals noch mit einer nicht homogenen Ladung gefahren. Das heißt, also es wurden Fässer verstaut, Säcke verstaut, Ballen verstaut, Kisten aller Art, mit Gütern aller Art. Heute passt das alles in Container. Das ist alles viel schneller geworden, viel effektiver. Wir haben damals manchmal noch 14 Tage, 3 Wochen im Hafen gelegen. Heute liegen die modernen Containerriesen meistens weit ab von den Häfen. Es geht alles extrem schnell. Man sieht kaum noch Leute in den Häfen, also alles automatisiert. Und die Hafenkneipen, die gibt es eigentlich auch nicht mehr in unmittelbarer Nähe. Reinhard Vogt will nicht, dass seine Zeit der Schifffahrt vergessen wird. Deshalb hat er ein Buch geschrieben. In Weites Meer, ferne Länder erzählt er seine Geschichte, aber auch die der Schifffahrt in der DDR. Alles verpackt in kleinen Anekdoten. Einfach das, was man so erlebt hat. Ja. Also zum Beispiel war eine Geschichte, dass wir ein normales Bootsmanöver durchgeführt haben und dass die ägyptische Küstenwache uns das beinahe als Angriff auf Ägypten ausgelegt hatte, was dazu führte, dass wir 2 Tage in Haft gebracht worden sind. Ja. Oder eben eine Geschichte, wo mein Kapitän sich in die Stewardess verliebt hat und in Antwerpen einfach an Land geblieben ist. Und das zu DDR-Zeiten, was natürlich für unheimlich Wirbel gesorgt hat. Viele Geschichten dieser Art sind auf seinen Reisen durch das Mittelmeer und nach Afrika zusammengekommen. Diese in einem Buch zu sammeln, war schon immer ein Traum. 6 Jahre hat er sich dafür Zeit gelassen. Umso stolzer ist er, es jetzt in den Händen zu halten. Ich hoffe, dass es vielen gefällt, die vielleicht ein bisschen Interesse daran haben, wie die Seefahrt in früheren Zeiten ausgesehen hat. Auch vielleicht AIDA-Fahrer, die vielleicht wissen wollen, wie es damals auf dem Frachtschiff zugegangen ist und vielleicht auch ein bisschen auch heute noch zugeht. Alles hat sich ja nicht verändert. Ein paar Sachen sind gleich geblieben. Zum Beispiel das Meer, das hat sich bis heute nicht verändert. Es ist immer noch faszinierend und großartig. Weites Meer, ferne Länder erscheint über den Highlight Verlag aus Forst und kostet 16 Euro. Es ist ab sofort erhältlich. Die ideale Lektüre für jede Kreuzfahrt und für alle, die einen eher unbekannten Teil der DDR-Geschichte kennenlernen möchten.